Ove Schattauer alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns, nochmal über den 9. Mai, Teil 2, Teil 1 war schon, seht ihr auch hier im Kanal von mir, Ove Schattauer auf YouTube. Teil 2, wir kommen also an, bauen so alles gemütlich auf, vor allem die schönen großen Transparente von Ernest Hollerer war damals noch ein Transparent, das ganz breite, lange Transparent mit den Händen, mit dem deutsch-russischen Handschlag drin, wunderschön, herrlich. Nehme ich immer mit seit der 18er Tour und natürlich auch eine schöne große neue Fahne mit unserem, die normale Druschpa-Fahne schön groß. Das haben wir da aufgebaut, wie immer am Fuß, wie letztes Jahr auch am Fuße des Ehrenmals. Da wurden viele Blumen abgelegt und sofort kamen viele Russen und fotografierten das. Also insgesamt Feiertagsstimmung, nein, Ehrentag. Gedenktagsstimmung, so muss man sagen, Gedenktagsstimmung, dementsprechend haben wir auch keine lauten Boxen, laute Bühne irgendwo aufgebaut. Wir wollten quasi die russischen Menschen begleiten am Rande als Deutsche mit Empathie, die nachempfinden oder versuchen, solidarisch nachzuempfinden. Das kannst du ja gar nicht nachempfinden, was da passiert ist an dramatischen Dingen im Zweiten Weltkrieg. Aber solidarisch dabei stehen, wenn die russischen Familien ihren Vorfahren und ihren Familienangehörigen gedenken, die im Zweiten Weltkrieg auch leider noch viele in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges in den Schlachten rund um Berlin gestorben sind. Das Ehrenmal übrigens erinnert an einen Soldaten, Masalov, glaube ich, der ein kleines dreijähriges Kind, was weinend in den Trümmern lag, rettete, es auf den Arm hielt und dann wurde das Kind nachher gesucht nach dem Krieg, weil es dann auch natürlich irgendwann wieder weg war und dann wurde gefahndet in der DDR-Zeit, wo ist denn dieses Kind, weil es ja geschichtlichen Hintergrund gab und wirklich Zeugenaussagen, dass das alles so war und dann haben sich ganz viele gemeldet, ganz viele meldeten sich, denen Ähnliches passiert ist, dass russische Soldaten auch die Kinder gerettet haben. Also immer gibt es mehrere Gesichter in einem Krieg und mehrere Geschichten, das darf man nicht vergessen. Ja, den zu Ehren wurde dieses größte Ehrenmal, in Deutschland zumindest, in Sachen Sowjetarmee und Russland errichtet. Und das eine kleine Nebenepisode, die aber ganz dramatisch traurig ist, ein diplomatischer Affront für mich, dass nach dem Mauerfall 11 Ehrenbürgern, sowjetischen Ehrenbürgern, Soldaten, Militärdienstleistende, die sich auszeichneten in den Schlachten des Zweiten Weltkrieges, vor allen Dingen rings um Deutschland, denen wurde der Ehrenbürgertitel, den sie bis dato hatten nach dem Krieg, bis die Mauer fiel, Ehrenbürger der Stadt Berlin, wurde der nach dem Mauerfall aberkannt nach der Wiedervereinigung. Haben die Ostdeutschen fast alle gar nicht mitbekommen, weil wir andere Probleme hatten. Jeder wollte Richtung Westen, go West. Das schöne bunte Gift, alles zu sich nehmen, konsumieren, das war wichtig. Und im Schatten dieser ganzen Geschichte wurden mal ganz eben 11, ganz nebenbei, 11 wichtige Persönlichkeiten, denen wurde der Ehrentitel aberkannt. Einem wurde er inzwischen wieder nach langem diplomatischen Hin und Her der Ehrenbürgertitel zurückgegeben. Das ist der, glaube ich, damals leitende Kommandant der Stadt Berlin, der erste nach dem Krieg. Seid nicht sauer, wenn ich den Namen nicht so weiß. Mein Vater wusste ihn vorhin. Mit B und Basekin, bevor ich was Falsches sage. Entschuldigung. Der hat den Titel wieder zurückbekommen. Einer. Was bricht sich Deutschland ab bei 27 Millionen toten Sowjetbürgern von 11 Ehrenbürgern Berlins? Diesen 11 Ehrenbürgern einfach diese Ehrenbürgerschaft zu lassen bei 27 Millionen toten Sowjetbürgern. Macht euch, seid euch mal dessen bewusst und versucht das mal nachzuvollziehen, was hier politisch passiert. Andere Länder werden mit Samthandschuhen angefasst, auch berechtigt. Russland mit, ich will es nicht Samt, sondern ich würde es von den Rittern diese Metallhandschuhe nennen. So fasst man mit der NATO Russland an und mit unserer Außenpolitik. Das ist die Geschichte. Und dort waren wir vor Ort. Wunderschöner Tag, Sonne. 29 Grad, ich habe Brandspuren, ich weiß nicht, ob man sieht im Video, ich bin rot, braun, rötlich mehr im Nacken, der typische hier weiß T-Shirt-Kragen. Es war ja ein Sommertag, vorgestern noch gehagelt, jetzt Hitze. Alle, die ich bis jetzt gesprochen habe nach der Veranstaltung, leiden unter der Hitze noch heute.
Aber es war einfach schön. Man hat sich gesehen, getroffen, man hat sich angelächelt. Herrlich. Es war ein Treffen einmal im Jahr, wie in alten Zeiten. Der Treptower Park war wie ein Stück Russland. Miteinander, Familientreffen, Stil, Niveau, Klasse, keine komischen, seltsamen Gestalten, die da sonst leider auch in Berlin und überall in Deutschland, ich weiß es nicht, rumlaufen. Also verwahrlost, das meine ich vor allen Dingen, verwahrloste Leute, ganz viele, immer schlimmer. Das war eine gepflegte Feiertagsstimmung. Erinnerte mich an die alten Zeiten der DDR, als ich klein war, wo alle noch gepflegt und anständig miteinander umgingen. Ja. Wie eine Oase der alten, schönen, stilvollen, rücksichtsvollen Zeit. Miteinander friedlich auf Augenhöhe, Deutsche und Russen. Ein blanker Genuss für alle Beteiligten, das weiß ich. Bis auf die Hitze, die ein bisschen zu groß war. Man konnte sich an den Schatten zurückziehen. Druschba war da mit 75 Leuten ungefähr. Wunderbar, vielleicht waren es auch 100 in der Spitze, so als dann auch viele Gäste, die uns kannten, noch dazu kamen. Also genauso wie angemeldet. Und mit unseren Fahnen, mit den Transparenten präsentierten wir uns. Die Russen haben es nicht nur akzeptiert, registriert, kennen uns seit Jahren. Druschba ist ein fester Bestandteil am 9. Mai seit 2016, spätestens 17, als wir die Fahnen hatten. Liegen unsere Symbole, unsere bunten, friedlichen Druschba-Fahnen schwingen, schweben dort, sind unterwegs, sieht man überall und die werden sehr begrüßt. Und ja, nach den öffentlichen oder offiziellen Sachen von der russischen Botschaft am Morgen und von den Linken, Herr Gysi war ja da, und von der Politik, trafen wir dort ein mit den Menschen. Und das Schöne war, wie es manchmal so das Netzwerk will, habe ich Anrufe gekriegt von zwei Musikern, knappe zwei Wochen vor der Veranstaltung, aus Schwerin, der Jochen und der Johann aus Ueckermünde. Wie das manchmal der Zufall so will, beide rufen an. Der eine ist auch unterwegs mit einem Verein oder einer Vereinigung oder einer Gemeinschaft von Leuten, die die deutsch-russischen Beziehungen rings um Schwerin oder mit ihrem Verein pflegen und dafür was tun, aktiv sind. Der hat gleich gesagt, oh, 9. Mai macht ihr was, ich bin Musiker, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Da habe ich gesagt, ja, komm spontan vorbei, nimmst ein Instrument mit, wir haben keine Bühne, spielst einfach was. Ja, er kommt mit Saxophon und spielt immer mal zwischendurch schöne Melodien, die passen dem Anlass entsprechend. Und der Johann telefoniert mit mir. Es ging erst um was ganz anderes, Gott und die Welt und Politik. Und er kennt den Schadauer halt jahrelang. Und da hatten wir was anderes vor. Und dann sagt er, ja, wir müssen uns mal kennenlernen. Ueckermünde ist ja nicht weit vom Pasewalk, wo ich herkomme. Dann sage ich, wann bist du mal wieder hier? Sage ich, ich bin am 9. Mai bei meinem Vater und ich bin danach in Berlin, weil wir am 9. Mai feiern. Dann können wir uns dort treffen. Ich sage, dann komm doch am besten nach Berlin. Da treffen wir uns. Und dann im Gespräch kam raus, dass der gute Mann Trompeter war, jahrelang professionell gespielt hat, sogar, glaube ich, unterrichtet. Und ja, dann gesagt, getan, gesagt, dann sehen wir uns, lernen wir uns kennen. Auch der Jochen lernen wir uns kennen in Berlin, 9. Mai. Gesagt, getan, beide waren da Vormittag und spielen wunderbar. Und natürlich eines der Highlights auf der Veranstaltung, das werden alle wissen, das erste Mal morgens, war noch relativ früh, 10.30 Uhr, zückt er die Trompete und spielt dort russische Lieder. Nationalhymne, die russische, Gänsehaut. Wir haben uns gegenseitig gezeigt, Gänsehaut, ein Trompeter an einem Kriegsehrenmal. Irgendwie passt das meiner Meinung nach am besten leider zu Kriegsopfern des Zweiten Weltkriegs, weil ja die berühmte Kriegsmilitärfanfare auch dazu gehört. Der kleine Trompeter, immer mit Trompete leider, wird in den Krieg rumgeblasen. Das ist furchtbar. Zum Krieg geblasen, furchtbar. Und ja, deswegen passt aber dieses Instrument am Fuße dieses Monuments, um allen nochmal bewusst zu machen, dass es um Kriegsopfer ging. Furchtbar viele Kriegsopfer auf sowjetischer Seite, aber auf allen Seiten. Das wissen wir auch, wir Druschbas, auch auf deutscher Seite. Ja, und das war feierlich passend. Die Russen standen da, Fotos, Videos, alle perplex. Wo kommt denn das her? Von den deutschen Druschba-Freunden aus der Ecke kam die Fanfare, Trompete, Musik, wunderbar. Mehrere Male gespielt,
unser Highlight von den Bildern, die wir, denke ich, auch dadurch, das werdet ihr noch sehen, im Eingeschenkfilm spätestens, Friedenspanzer, Lieferdienstfilm, Matthias Tretschok hat einen Film gedreht, der war da, und dann noch ein Filmemacher, der uns jahrelang bei Druschba begleitet. Und das heißt, vier Filme werden da kommen. Die werden noch geschnitten neben SNA, ehemals Sputnik, und neben RT.de, ehemals RT Deutsch, die auch dort waren, Livestreams sendeten, kurze Interviews machten etc. Alles organisiert, man muss eben nur richtig organisieren. Und dann ja, wird es davon Bilder geben. Und zwar waren wir dann, das war das Schönste, dort am Ehrenmal nach dem Autokorso, sind wir zugleich zusammen in dem Moment auf die Treppe gegangen, als die Treppe sonnenüberflutet war, damit man die schönen, leuchtenden, bunten Farben unserer Fahnen sehen konnte. Alle Druschbas gemeinsam auf der langen Treppe hoch zum Ablegen der Blumen im Gedenken an die Opfer. Alle ein weißes, grau-weiße T-Shirts mit unserem Emblem plus die schönen friedlichen Friedenstauben, Herzensfahnen, standen wir da, und da spielt er, war so gesprochen, der Johann, nochmal wieder die Trompete. Das sind Bilder, die hoffentlich viele Menschen erreichen, in egal wo auf der Welt, und die symbolisieren sollen den Willen zur Freundschaft, zum Frieden, zum Miteinander. Nie wieder Krieg mit Russland, nie wieder Krieg und erst recht aufhören mit allen Kriegen auf der ganzen Welt. Klares Friedensbekenntnis, danke an alle Beteiligten, Druschbas an alle, die da waren, alle, die mitgemacht haben. Vielen lieben Dank, auch die Polizei nochmal, der sei auch nochmal gedankt. Wunderbare Veranstaltung, Tino Eisbrenner eingeladen, sagte mir auch zu, kurz vor der Veranstaltung, oh, ich komme mal vorbei, aber ich habe noch Veranstaltung, er war noch irgendwie zu einem Fernsehinterview oder Fernsehauftritt in Berlin unterwegs und kam dann aber noch 15 Uhr, kurz nach 3. Jawohl, einige haben ihn verpasst, schade. Er kam und nahm seine Gitarre und spielte quasi a cappella uns da direkt, ohne Anlage, ohne alles. Natürlich sehr leise, aber die ihn hören wollten, haben ihn gehört und haben es genossen. Ein Profimusiker mit wunderschönen Songs, russischen Songs über Russland, über den Krieg. Mein Lieblingssoldat, mein Lieblingslied Papiersoldat hat er auch gespielt. Vielen Dank, lieber Tino, auch dir. Und er hat uns ja auch schon gedankt und es bei sich gepostet auf der Seite. Für Druschba ist er, denke ich, auch in Zukunft offen. Wir haben einen guten Eindruck hinterlassen. Druschba lebt, auch in Corona-Zeiten. Druschba ist da, bunt, friedlich, farbenfroh, positiv eingestellt, auf Augenhöhe, mit Respekt. Insofern... Bis denne, ihr Lieben. Ich muss aufhören. Es kommt ein Anruf. Bis zum nächsten Mal. Druschba.